Wie kommen wir denn an den Leuten davon vorbei? Hey, was denn? Wartet mal, da vorne steht jemand. Wo denn? Wenn das nichts genäht ist. Wo wart ihr denn so lange? Ihr seid viel zu spät. Ja, wir haben uns verfahren. Was sind denn das für Leute da vorne? Die Besatzung der Explorer. Sie bringen ein paar Kisten an Bord. Was denn für Kisten? Hab ich etwa Röntgenaugen? Wir sollten mal einen Blick reinwerfen. Dafür müssen wir irgendwie an Bord. Wir warten, bis die Leute weg sind. Das sieht aber nicht so aus, als wenn die bald fertig wären. Und wie sollen wir dann an Bord kommen? Ihr habt eine Idee. Kommt mit. Okay, dann nehmen wir geheimnisvolle Kisten im Hafen, das Rätsel der Sphinx, wieder ein Fall für die drei Fragezeichen. Schon seit 100 Folgen ermitteln die drei Fragezeichen-Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ebenso lange sind Heike Dine Körting und André Mininger im Auftrag des Labels Europa verantwortlich für Regie und Produktion. Ich denke irgendwie, man soll Kinder ernst nehmen und deswegen irgendwie ganz böse Zungen sagen ja manchmal, dass wir so Schnellproduktionen machen und Schnellschüsse und so. Das muss ich einmal arg widersprechen, weil wir machen das wirklich mit Heike Dine zusammen und noch mit dem Team da mit ganz viel Liebe, ganz viel Zeit und nochmal durch und überprüfen und nochmal Geräusche draufsetzen und nochmal die Musik ergänzen und so. Und wir sitzen da wirklich lange dran und wenn mich Leute fragen, wie macht ihr das bloß, dass das so toll ist, dann sage ich eigentlich immer, wir machen das mit ganz viel Liebe. Mit besonders viel Liebe und Spannung wurde die dreistündige Jubiläumsfolge produziert. Schon seit 1979, noch auf Vinyl gepresst, wird die erfolgreiche Hörspielserie von Kindern und Erwachsenen gehört. Der Erfolg spiegelt sich heute mehr denn je in den Verkaufszahlen wider. Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Jens Wawracek sind seit 100 Folgen dabei. In einem Radiointerview berichten sie vom neuesten Fall. Und es ist ein echt spannender Fall und zum Schluss wird er so spannend, dass ich ja eigentlich beim Lesen so gezittert habe, dass mir die Seite runtergefallen ist. So spannend war. Nee, ist wirklich wahr. Eine tolle Folge. Ja, aber und sie ist auch besonders lang. Sonst passiert nichts. Also, das ist auch besonders lang, die Folge. Sie geht ja über drei CDs, also drei in einem. Das ist natürlich ganz besonders lang. Das heißt, Leute, die das normalerweise sich kaufen, um sich dann beruhigt ins Bett zu legen und irgendwann am liebsten zum Ende der Folge einschlafen, die sollten also doch vorm ins Bett gehen nochmal eine Tasse Kaffee trinken, damit sie nicht zu früh dann wegnicken. Aber wegnicken ist dabei eh nicht angesagt, denn die ist ziemlich spannend. Hat denn sowas dann auch in dir den Wunsch geprägt, dann Schauspieler zu werden oder überhaupt was in der Richtung zu machen? Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, das war schon eine verschiedene Geschichte. Waren schon zwei verschiedene Sachen. Ich habe die Kassetten natürlich gehört und ich glaube auch parallel hinterhaltene Bücher gelesen. Aber die Kassetten fand ich halt immer spannender, weil da merke ich, ja, da wird eine Geschichte über Figuren erzählt und beim Lesen ist das ja doch immer etwas trockener und so. Aber ich habe selber Kinderhörspiele dann in der Zeit gemacht. Und ich glaube, ich habe auch mal eins an Europa geschickt. Ist komischerweise nie eine Antwort gekommen. Eine Antwort auf die drei Fragezeichen ist das Wuppertaler Vollplayback-Theater. Sie sind mittlerweile Kult. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Dritter Detektiv verantwortlich für Recherchen. Und Archiv Bob. Jeder hat sich die drei Fragezeichen vorgestellt in seiner Fantasie, wenn er abends im Bett gelegen hat, wenn er Kassetten gehört hat beim Einschlafen, bei sonst irgendwelchen Sachen. Jeder hat irgendwie so ein Fantasiebild von denen und naja, wir geben den drei Fragezeichen halt die Gesichter. Und das ist das, das ist wobei die Stimmen erhalten bleiben und das ist das Wichtige und deswegen auch Vollplayback. Das Publikum im Hamburger Docks ist begeistert. Drei Fragezeichen sind Kult. Ich war etwas verwundert, sag ich mal, wie viele junge Leute da jetzt abgehen und wie trashig das alles ist und doch in. Das war klasse. Bekannte TV-Größen haben regelmäßig Gastauftritte und ein Ende der detektivischen Erfolgsstory ist nicht in Sicht. In der Folge 101 sind Anja Topf und Comedy-Star Bastian Pastewka in den Fall Hexenhandy verwickelt. Venice? Genau, richtig. Ja, das Band läuft, lasst uns noch einmal die Szene machen. Schön spannend gestalten. Und bitte. Hiermit verfluche ich dich. Auf Sie, Kollegen! Ja, reißt ihr ein Ohr ab! Dem Bildschirm eine Kopfnuss! Ah. Oh. Just! Hier.
Also für mich ist das Besondere, ich denke, wenn eine Serie so lange läuft, das heißt die 100. Folge bereits läuft, ist das ein Riesenerfolg für die Serie. Und deswegen ist es auch eine Ehre für mich, dass ich in dieser Serie mitsprechen darf. Und für alle, die nicht genug kriegen können, hat sich BMG und Europa etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zum Jubiläum gibt's alle 100 Folgen in der großen, geheimnisvollen 3-Fragezeichen-Schatztruhe. Die 3 Fragezeichen. Justus, Jonas, Peter Schauer und Ben Gross.